Willkommen bei uns bei Deutsch Podcast. Und hier neben mir sitzt Sandra. Hallo. Und ich bin Virbi. Wir sind nicht nur Podcasterinnen, sondern wir sind Deutschdozentinnen mit viel Erfahrung auf unterschiedlichen Kursen von A1 bis C1. Und wir prüfen noch, also wir sind auch eure Prüferinnen. Was vielleicht wir alles machen. Genau. Und auch als Prüferinnen haben wir schon eine langjährige Erfahrung. Ja, und diese Erfahrung, die wollen wir mit euch teilen zu ganz unterschiedlichen Themen. Das ist ja schon eine weitere Folge. Ich glaube, was sind wir jetzt? 102? Ja. Müsste die Folgennummer sein. Also es gibt schon ganz viele Folgen auch nachzuhören. Wo kannst du das tun? Vielleicht hörst du uns bei Spotify oder iTunes zu. Dann weißt du, dass du weiter nach unten scrollen kannst. Wo kann man uns noch finden? Ja. Also auf Instagram, da haben wir unsere Reels und dann kannst du auch noch mehr lernen. Du kannst uns auf Facebook finden, auf unserer Webseite findest du auch tolle Sachen für dich, also www.deutsch-podcast.com. Na, wenn du uns sehen möchtest, dann kannst du das bei YouTube auch tun. Da strahlen wir die Sendung auch immer quasi parallel aus als Video. Und wir haben etwas Neues. Ja, wir haben jetzt zum ersten Mal für dich einen Dialog, den wir auch vorlesen werden zusammen. Wir haben Aufgaben für dich, alles toll vorbereitet, wirklich, also so, dass du für dich etwas herauspicken kannst, deinen Wortschatz erweitern kannst und üben. Ja, wir hatten ja schon viele Wünsche bekommen oder gesagt bekommen, dass viele gefragt haben, wo kann man euer Skript bekommen? Mhm. Gibt es eine Transkription? Und wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir das machen, ob wir das machen, weil wir als Lehrerinnen natürlich auch sagen, Transkriptionen sind nicht immer so sinnvoll. Es ist auch gut, etwas heraushören zu müssen, weil man es nicht lesen kann. Und deshalb haben wir jetzt eine Mischung. Das heißt, ein Teil könnt ihr lesen. Und einen anderen Teil müsst ihr natürlich weiterhin heraushören. Und ihr könnt aber auch damit arbeiten, mit Redemitteln, Wortschatz und so weiter. Außerdem möchten wir auch bekannte Deutsche euch vorstellen. Ja, eine neue Rubrik. Genau. Es ist auch wichtig, sich mit der Kultur auseinanderzusetzen. Einfach sich besser mit der Kultur, in der du lebst, auch kennenzulernen. Richtig, oder? Wenn du nach Deutschland kommen möchtest, also du jetzt noch nicht in Deutschland lebst, ist es genauso hilfreich, sich mit der Kultur auszukennen, berühmte Persönlichkeiten zu kennen. Und da werden wir so ganz gut mischen. Also wir werden Menschen heraussuchen, die vielleicht, die es schon lange nicht mehr gibt auf dieser Welt oder auch eben Menschen, die ganz aktuell sind. Da schauen wir immer, dass es so zum Thema passt. So ist das. Wo findest du das, wovon wir gesprochen haben, das Skript? Dazu haben wir einen Premium-Bereich bei Patreon eingerichtet, weil natürlich das Erstellen dieses Skripts sehr viel Aufwand ist, mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Und deshalb würden wir uns da über deine Unterstützung freuen. Es gibt schon unseren Premium-Bereich, wo du unsere Premium-Folgen hören kannst. Und dann gibt es jetzt ab sofort auch diesen neuen Premium-Bereich, in dem du schauen kannst, dass du dieses Skript herunterlädst mit den Aufgaben. Und das verlinken wir natürlich alles, wie du da hinkommst zu Patreon, in unseren Shownotes. Genau. So. Ja. Wir haben ein Lieblingsthema. Ich weiß, dass du dieses Thema nicht so super findest, aber ich bin ein großer Fan. Es geht um Filme. Filme liebe ich, aber vielleicht gerade nicht diese, die Sandra liebt. Ja, das stimmt. Da gibt es viele Diskussionen und deshalb haben wir auch einen Dialog vorbereitet, wo wir uns auch nicht so einig sind, ob man diese Art von Filmen so gut findet. Und du kannst mal auf Redemittel achten und vielleicht auch schon auf Adjektive. Auf die werden wir später nochmal eingehen. Genau. Wirpi, ich muss dir von meinem Lieblingsfilm erzählen. Oha, dann mach das. Du weißt ja, dass ich Marvel-Filme liebe. Moment,
Was sind Marvel-Filme? Also Marvel-Filme sind Filme, die eigentlich auf Comics basieren. Marvel hat berühmte Comic-Helden erfunden, zum Beispiel Spider-Man, den Hulk oder Iron Man, aber es gibt auch tolle Frauen. Sandra, ich weiß nicht. Diese Filme interessieren mich eigentlich gar nicht. Das sind auch eher Actionfilme. Oder was sagst du? Ja, diese Filme sind schon sehr actionreich, aber es gibt auch sehr humorvolle Szenen. Es fasziniert mich besonders, dass die Marvel-Filme alle irgendwie miteinander verbunden sind. Das klingt ja interessant. Und was ist jetzt mit den Frauen? Man hört doch nur Spider-Man oder Iron Man. Das sind alles Männer. Ja, das stimmt, aber es gibt auch tolle Frauenfiguren. Deshalb möchte ich dir ja von meinem Lieblingsfilm Black Widow erzählen. In diesem Film spielt nämlich eine Frau die Hauptrolle und ist eine Superheldin. Und worum geht es in diesem Film? Der Film handelt von der Superheldin Natascha Romanoff, die früher eine Auftragskillerin war. Sie wurde als Black Widow ausgebildet. Das sind junge Mädchen, die zu Spioninnen ausgebildet werden. Natascha hat später die Seiten gewechselt und mit anderen Superhelden zusammengekämpft. In dem Film trifft sie aber auf eine Frau, die wie ihre Schwester ist. In dem Film geht es darum, dass sich Natascha mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen muss. Okay, das klingt spannend. Und wie ist es mit der Action in diesem Film? Deshalb gefällt mir der Film so gut. Es gibt wirklich viel Action, aber auch viele lustige und auch manche traurige Momente. Sandra, ich muss wirklich sagen, dass ich mit Actionfilmen nichts anfangen kann. Ach, das ist schade. Ich dachte, dass wir den Film zusammen ansehen können. Welche Filme siehst du denn gern? Also, ich muss sagen, dass ich am liebsten informative Filme sehe, also Dokumentationen. Oh nein, da ist Black Widow wirklich nichts für dich. Der Film ist eigentlich sehr unrealistisch und absolut kein Dokumentarfilm. Oh, das macht ja nichts, dann müssen wir einen anderen Film sehen. Ja, das war der Dialog und Wirpi, du bist wirklich kein großer Action-Fan. Nein, bin ich nicht, aber ich mag schon, ja, Drama mag ich sehr gerne. Ich habe jetzt letztens auch einen tollen Film mir angeguckt, Meister Shang. Mhm. Oh, der war so fantastisch, von einem finnischen Regisseur. Ja. Der macht sehr, also diese, wie er filmt, das ist eine besondere Art und Weise, wie er das macht. Das klingt spannend. Ja, genau. Und der war wirklich, also wenn du dir einen guten finnischen Film angucken möchtest, dann kann ich das dir sehr empfehlen. Ich erinnere mich noch, Wirpi, dass wir uns mal einen Film auf Finnisch angeguckt haben. Mhm. Das ist schon sehr lange her, ja. Im Rahmen der Nordischen Filmtage. Und dieser Film, das war kein Actionfilm, aber ich erinnere mich daran, das war ein Thriller. Mhm, ja. Er war sehr spannend, sehr, ja, sehr gruselig. Und wir haben ihn in der Originalversion gesehen und ich durfte die englischen Untertitel dazu lesen. Naja, so ist das ja. Genau. Aber er war sehr gut gemacht. Ich glaube, in dem Film ging es darum, dass sich jemand so in einem Spiel gefangen hatte, in einem Computerspiel. Ach, erinnerst ja. du dich? Ja, ich kann mich daran erinnern. Ja. Also ich weiß es auch nicht mehr so hundertprozentig, aber das war so ein bisschen die Handlung. Und das war sehr, sehr aufregend. Ja, ja. In diesem Film spielt nämlich ein Chinese, die Hauptrolle, der aus China nach Lappland gekommen Oha, ist. Das ist auch eine spannende Verbindung. Ja, genau. Und der Film handelt von diesem Mann und von seinem Sohn. Sie versuchen, eine Person in Lappland zu finden. Oha. Und wie man sich vorstellen kann, in dem Film verliebt sich der Mann natürlich in eine Finnin. Ich glaube, in jedem guten Film geht es auch immer ein bisschen um die Liebe. Mhm. Und auch wenn ich eine sehr große Vorliebe für Actionfilme habe, mag ich tatsächlich auch Filme, in denen sich Menschen auf eine Reise begeben. Mhm. Und vielleicht passt es auch deshalb zu dem Film, von dem ich dir eben erzählt habe, weil auch oft die Reise so innerlich stattfindet, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzen muss oder mit seiner Vergangenheit oder einer spannenden Situation. Ja,
Also das ist wirklich, also so, also ich muss wirklich sagen, dass ich am liebsten die Art der Filme auch mag, weil die irgendwie ein Stück der Realität verbinden. Wir waren mit meinem Mann auf jeden Fall sehr inspiriert von dem Film Ach, und schön. diese Chinesische war auch ein toller Koch, also das war auch sein Beruf. Und dass er hat die sogar diese Lappen, also die Einwohner von Lappland, überzeugt, also mit der chinesischen Küche. Oha, es gibt ja auch ganz oft in, also gerade im Bereich der Küche, diese, also Crossover. Ja, Einfluss oder wie auch immer man das nennen möchte. Also quasi, wenn man zwei Dinge miteinander kombiniert. Im Deutschen haben wir viele Anglizismen, also Crossover, überkreuzt. Und da könnte ich mir jetzt also chinesisch, finnisch beziehungsweise lappische Küche klingt äußerst interessant. Ja, genau, da treffen sich wirklich zwei Welten aneinander. Ja, wow. Ja. Also ich weiß nicht, wir waren mal irgendwann essen und das war eine, das war asiatisch-französische Küche. Ja, Großartig. das glaube ich auch. Ich finde auch, die asiatische Küche ist auch sowieso sehr gesund und ja, eh so eine leichte Küche. Ja, also du hast, genau, du hast viel Gemüse, du hast diese Gewürze, aber auch, es ist toll. Ja. Wir reden schon wieder über das Essen. Ja, ich merke es schon. Du hast vielleicht, oder du lieber Zuhörer, du liebe Zuhörerin, hast bestimmt gemerkt, wir haben einige Redemittel eingebaut beim Sprechen, wie man eben sich über Filme auseinandersetzen kann. Ja. Wie man eben sagen kann, was man gut findet, was man nicht so gut findet, was einem wirklich wichtig ist. Und versuch die mal rauszuhören und schreib sie dir auch raus. Und wie gesagt, wenn du dazu zu faul bist, dann gibt es sonst noch das Skript, Ja, auf in jeden dem wir das auch Fall. alles nochmal zusammengefasst haben. Ja. Wirklich, ich muss wirklich sagen, und deshalb ist mir dieses Thema so wichtig, also Filme sind halt einfach meine Leidenschaft, weil ich es ja auch ein bisschen studiert habe. Ich habe ja nicht nur Deutsch studiert, sondern auch Medienwissenschaften mit dem Ja. Schwerpunkt auf Filmwissenschaften studiert. Und was ich so spannend finde, ist an dem Film, dass er wirklich alles kann. Also er kann dich wegtragen, er kann realistisch sein, unrealistisch, er kann dich inspirieren. Ja. Also so wie du das eben erzählt hast von diesem Film. Ja. Und wenn du so überlegst, also du hast gesagt, du magst zum Beispiel gerne Dramen. Und ich würde vorschlagen, wir machen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal so eine Übung, welche Adjektive wir mit bestimmten Filmgenres, also Ja, Filmarten, verbinden. das ist eine ja gute Übung. Und was würdest du sagen, welche Adjektive verbindest du mit dem Drama? Drama, mach mal auch Spannung. Also es ist Ja, spannend, es kann auch traurig sein. finde ich auch, ja. Drama kann auch realistisch sein. Für mich ist es so die Adjektive, als die mir als erstes einfallen. Ja, das würde ich auch sagen. Vielleicht auch, ja, oder also emotional, also dass es sehr Ja, gefühlvoll ist, ja. könnte man auch vielleicht bei einem Drama sagen. Und auch hier, mach einfach mal zu Hause mit und überlege dir mal Adjektive. Vielleicht hast du auch andere Adjektive. Vielleicht sagst du beim Drama auch, oh, ich finde das langweilig. Also auch das ist ja Ja. ein Adjektiv. Ich kann ja auch bewerten. Man kann sagen, oder uninteressant, ne? Ja. Es soll Leute geben, die finden das dann nicht gut. Also überlege, was du sagen möchtest und dann schreibst du mal diese Adjektive dazu auf. Das sollte man unbedingt und diese Adjektive bringen auch die Farbe in deinen Sätzen, wenn du Ja. sprichst. Und du merkst, also wie also ein Film kann auch ein tolles Smalltalk-Thema sein. Richtig. Ich finde vor allem jetzt, gut, Black Widow ist nun schon ein bisschen länger her. Der Film ist 2021 sehr verspätet durch Corona in die Kinos gekommen. Aber wenn es wirklich einen Film gibt, den gerade alle gesehen haben, also wirklich klar ist, der ist auf Platz 1 der Kinocharts, ist das ein tolles Thema bei der Arbeit, Ja, finde ich, in der Pause. Hey, hast du schon den neuen
Genau. Bla bla bla, Film gesehen. Ja. Und wahrscheinlich haben schon viele den Film gesehen und möchten doch mal sehen. Ja. Mhm. Was wir auch, das wäre jetzt noch ein anderes Thema, aber was da auch so ein bisschen mit passt, wäre ja zum Beispiel auch Serien. Also weil natürlich nicht mehr so viele Menschen ins Kino gehen. Mhm. Viele gucken natürlich bei Streaming-Anbietern Serien an. Ja. Und auch da ist mir schon aufgefallen, das ist echt so ein Pausenthema. So hast du die und die Serie gesehen. Aber ich muss sagen, die Serien sind für mich nichts, weil ich, wenn ich da anfange, kann ich gar nicht mehr aufhören. Und ich habe das zweimal gemacht und dann habe ich mir stundenlang die Staffeln angeguckt, in einem Eiltempo. Es gibt so ein schönes Wort dafür, Binge-Watching. Ja. Also man guckt das an. Ich neige auch dazu. Also wenn ich wirklich etwas spannend finde oder interessant, dann muss ich das bis zu Ende gucken. Das ist verfesselnd. Ja, total. Mhm. Und natürlich auch sicherlich eine Gefahr. Da bist du bei einem Film natürlich auf der sicheren Seite. Der ist meistens nach 2 Stunden vorbei. Ja, genau. Und dann kannst du wieder was anderes nehmen. Vielleicht machen wir noch eine kleine Übung zu einem, wir haben ja das Drama. Was ich auch manchmal wirklich gerne sehe, sind Komödien. Ja, Komödien mag ich auch sehr gern. Und ich weiß nicht, also da würde ich das Adjektiv verbinden, natürlich komisch, wegen der Komödie. Ja. Albern, lustig natürlich. Mhm. Aber vielleicht auch sowas wie temporeich, schnell. Ja. Also Komödien haben vielleicht auch so ein gewisses Tempo. Und ulkig. Ulkig ist, das ist so ein schönes Wort, ulkig. Ulkig. Es gibt auch die Ulknudeln, ne? Für eine lustige Frau. Ja. Und bei den Komödien, da gibt es ja so große Unterschiede auch zwischen den verschiedenen Ländern. Mhm. Also zum Beispiel sind ja Komödien, die jetzt aus dem Hollywood-Kino USA kommen, ganz anders als zum Beispiel deutsche Komödien. Oder wie sind finnische Komödien? Also wir haben, in Amerika ist es, glaube ich, oft so, dass man hat alles sehr fertig gemacht. Mhm. Und bei uns ist eher so, dass es ist spontan, wir sind sehr urig, authentisch, so wie wir sind. Wir haben diese schwarze Humor. Ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt so dieser trockene Humor. Absolut. Ja. Also und ich glaube, dann beherrscht man die Sprache richtig gut, wenn man den Humor versteht. Wir hatten ja mal, vielleicht das nochmal als Erinnerung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Folge zum Thema Humor gemacht und auch einmal Ironie. Ja. Und ich finde, das ist wirklich eine Kunst. Also gerade wenn es um den Wortwitz geht. Mhm. Und auch das hatten wir gesagt, Thema Kultur. Ich glaube, ich kann über bestimmte Dinge nicht lachen, wenn ich nicht die Kultur verstehe, wenn ich nicht verstehe, warum ist es jetzt gerade witzig. Ja, weil natürlich da fehlen vielleicht Zeitabschnitte, also die Vergangenheit, um das verbinden zu können. Ja, total. Mhm. Also das finde ich auch. Bist du ein Typ, der dann aber tatsächlich auch oft Dokumentationen guckt? Findest du Dokus interessant? Durchaus, aber ich gucke mir auch sehr viele Filme an. Ja. Also eigentlich jedes Wochenende suchen wir uns wirklich, also immer sorgfältig einen Film aus. Wir haben jetzt für den Samstag auch wieder einen Film ausgesucht und wir haben eigentlich bis jetzt so eine tolle Auswahl getroffen. Ach, super. Und dann wirklich Filme, die dann hinterher noch vielleicht am nächsten Tag diskutiert werden. Ich finde, das sind ja auch wirklich Filme, die einen so mitreißen. Mhm. Also wo man wirklich merkt, also der hat jetzt was mit mir gemacht. Mhm. Also dieser Film hat mich wirklich komplett überrascht, muss ich ehrlich sagen. Und zwar habe ich mir das Leben von Udo Lindenberg wurde verfilmt. Mhm. Und ich muss zugeben, dass Udo Lindenberg jetzt nicht so der Künstler ist, den ich mir oft anhöre. Ich finde die Musik auch, sie erinnert mich eher an meine Kindheit, als dass ich jetzt sage, ich finde die richtig toll. Mhm. Also aber, und dann, ich hatte nichts zu tun und irgendwie dachte ich, ach, der Regisseur, also der Film ist von Detlef Buck, ein sehr bekannter deutscher Regisseur. Mhm. Ich gucke mir den Film an und der hat mich wirklich mitgerissen, obwohl ich eigentlich mit dieser Biografie gar nicht so... Du, das,
Der, ja, Film gehörte letztes Wochenende auch zu unserer Wahl. Ach, wie spannend. Aber dann haben wir doch den anderen finnischen Film genommen. Aber jetzt, wenn du sagst, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir den auch angucke. Oder wir. Also ich war wirklich, ja, begeistert ist vielleicht falsch gesagt, weil es gibt manchmal diese, also ist man so, wow, begeistert, oh, der ist so toll. Aber ich war so, ja, ich war überrascht und ich fand den wirklich gut. Ja. Also ich war sehr erstaunt. Also wie war der sehenswert? Er war, oh ja, schön. Schönes Beispiel, sehenswert. Ja. Ansonsten mag ich auch tatsächlich ganz gerne Filme, die vielleicht lustig sind, also vielleicht auf den ersten Blick eine Komödie sind, aber dann doch dir etwas aufzeigen. Also so eine Satire vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Don't Look Up. Bei Nein, Netflix. Den kenne ich nicht. Also Netflix sowieso nicht. Das ist bei mir verboten. Ach so. Weil da bleibe ich hängen. Da sind die Staffeln. Also das war, vielleicht haben das ja einige gesehen. Das war auch echt wirklich ein sehr, sehr guter und sehr, sehr mitreißender Film, der einen zum Lachen und auch zum Nachdenken gebracht hat. Aber apropos, also nordischer Filmtag auch. Das ist für mich so ein Filmmarathon. Ja, du bist da ja auch ganz, also groß mit dabei, dass du dann wirklich auch nicht nur einen Film an einem Tag guckst, sondern wirklich von morgens bis abends im Kino sitzt. Also zwischen 7 und 12 Filme gucke ich mir die Tage an. Also das ist so für mich im Herbst immer so mein Highlight. Aufgrund von Corona waren ja jetzt die Filme meistens online, ne? Dass man sich ein Online-Ticket kaufen konnte. Genau, und das hat auch super geklappt. Also da habe ich auch tolle Filme ansehen können und ich genieße es. Was würdest du sagen, was ist der Unterschied, wenn du, also die Atmosphäre, also ist es, ja, was macht es aus, den Film doch im Kino zu sehen? Wie du sagst, die Atmosphäre, also ich genieße es, wenn ich da im Kino bin, also bevor der Film beginnt. Ich treffe meistens noch Bekannte. Ja, klar. Man kann noch mal ein paar Worte tauschen oder fragen, wie geht's dir, wenn man lange nicht mehr sich getroffen hat. Man holt vielleicht noch was zum Trinken. Man setzt sich hin und man ist woanders. Ja. Und dann hast du diesen riesen Bildschirm, du sitzt da und das ist so eine kleine Reise für mich. Ich finde, du musst dich darauf konzentrieren. Ja, also dein Handy musst du sowieso zur Seite legen, du bist da nicht abgelenkt. Also ja, das finde ich, also das liebe ich auch am Kino, dass ich wirklich mich jetzt darauf konzentrieren muss. Ja. Weil zu Hause ist man einfach oft doch mal abgelenkt. Genau. Und was ich aber auch wirklich liebe, ist, man hat es nicht oft bei Filmen, aber wenn Fans im Kino sind, wenn die Stimmung da ist. Mhm. Ich bin ja wirklich ein großer Science-Fiction-Fan und ich liebe, wie gesagt, auch diese Comic-Verfilmungen. Und ich hatte mir jetzt den letzten Spider-Man-Film natürlich im Kino angesehen. Mhm. Aber ich habe mich auch ein bisschen daran erinnert, als ich Star Trek damals vor 20 Jahren im Kino sah. Mhm. Und wenn das Publikum applaudiert oder sich freut, dass eine bestimmte Person auf dem Bildschirm auftaucht. Und das liebe ich, weil das hast du natürlich nicht zu Hause. Das hast du meistens bei Premieren oder wenn du wirklich sehr früh ins Kino gehst. Also nicht die Leute, die jetzt 3 Wochen warten, bis Spider-Man im Kino ist, sondern wenn du sagst so, hey, da ist der neue Spider-Man, ich muss jetzt ins Kino gehen, egal was da kommt. Und wenn du dann diese Filmfans im Kinosaal mitsitzen hast, die dann applaudieren oder die dann später... Ja, natürlich, mittendrin. Also, kenne ich gar nicht. Echt nicht. Nein. Das war bei diesem Film super. Oder es gab eine Szene in diesem Film, da tauchte ein... ich verrate da nicht zu viel, weil es im Trailer zu sehen war. Da tauchte eben ein altbekannter Bösewicht auf. Mhm. Und eine Frau saß in dem vollen Kinosaal und sagte nur ganz laut, oh nein! Und alle mussten lachen. Und das hast du natürlich... Zu Hause nicht. Also, nee, genau. Das war so eine ganz, ganz besondere Stimmung. Ich habe das sehr genossen. Das hört sich irgendwie schon ganz toll an. Da musst du doch das nächste Mal mitkommen. Ich glaube doch, ja, ja. Aber wahrscheinlich ist es eine bestimmte Gruppe von, wie gesagt, Fans. Und du wirst diese Stimmung nicht haben, wenn der Film schon 3 Wochen im Kino läuft. Mhm. Sondern ich glaube, das sind wirklich die alle Filme vorher schon gesehen haben und da total... Genau. Kennst du Fatih Akin?
Fatih Akin kommt aus Hamburg und ist ein Filmemacher, also Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Große Bekanntheit erhielt er durch seinen Film Gegen die Wand, der 2004 sogar mit dem Deutschen Filmpreis, dem Goldenen Bären und auch mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet wurde. An der Hamburger Hochschule für Bildende Künste studierte er visuelle Kommunikation. In dieser Zeit begann er auch schon damit, Kurzfilme zu drehen. Oft spielen Figuren mit türkischen Wurzeln eine Rolle in seinen Filmen. Im Jahr 2004 gründete er seine eigene Produktionsfirma. In diesem Jahr kam auch der mehrfach preisgekrönte Film Gegen die Wand heraus. In dem Film wehrt sich eine junge Türkin gegen die Familienkonvention und geht mit einem heruntergekommenen türkischen Mann eine Scheinehe ein. Die Probleme beginnen, als er sich in sie verliebt, woraufhin er eine grausame Tat begeht. Ein weiterer erwähnenswerter Film ist auch die Literaturverfilmung Chick, der im Jahr 2016 in die Kinos kam. Auch dieser Film erhielt Preise. 2017 erhielt Chick den Europäischen Filmpreis als bester Kinderfilm und den Bayerischen Filmpreis als bester Jugendfilm. Fatih Akin hat ein besonderes Gespür für düstere Figuren. Auch die Romanverfilmung Der goldene Handschuh war ein großer Erfolg. Wenn man sich für deutsche Filme interessiert, sollte man von Fatih Akin gehört haben. Toll. Also wie man sieht, also man kann über Filme lange sprechen, diskutieren und austauschen und man erfährt immer etwas Neues. Ich finde auch, also und, ich mag es wirklich gerne. Auch wir hatten ja schon jetzt so ein bisschen ja Hollywood-Kino. Ich liebe das Hollywood-Kino. Ich finde das großartig. Aber ich bin auch ganz, ganz offen, was andere Filme angeht. Absolut, auch. Also ich mag eigentlich schon. Also ich mag deutsche Filme auch sehr gerne, aber natürlich nordische Filme auch. Das sind eigentlich so mein Bereich. Ja, ich war zum Beispiel, ich erinnere mich auch, ich war auch in einem, es war auch ein Thriller, wieder ist es ein, für Deutsche ein sehr, sehr schweres Wort, Thriller, also ein spannender Film, auch innerhalb der nordischen Filmtage mit einer Freundin im Kino und zwar in einem litauischen Film. Und da war auch das Besondere, dass die litauische Regisseurin dann am Ende noch für Fragen da war, also das war dann eben auf Englisch, natürlich nicht auf Litauisch und das war auch, das war ganz spannend erzählt und ich fand das auch ganz besonders schön, mit meiner litauischen Freundin da zu sein, die mir, die dann natürlich begeistert war, wieder einen Film in ihrer Sprache zu sehen. Ich musste wieder englische Untertitel lesen. Aber also das fand ich toll einfach. Also, ja, eins muss ich nochmal dir erzählen. Also ich habe vor Jahren einen finnischen Film angesehen mit meinem Mann zusammen und letztens hatten wir einen Film von Til Schweiger angesehen. Und die Skripts waren fast gleich. Oh mein Gott, sind wir da einer heißen Sache auf der Spur? Hat Til Schweiger also, abgeguckt? Und, also wir haben beide gedacht, und das, jetzt kommt das und das. Und also Wahnsinn. Was? Das ist genau wie der finnische Film. Welcher Film war das denn? Was das war das Thema? Das ist relativ neu da. Also die Männer wollten irgendwie, die waren in der Kirche und wollten zur Beerdigung und dann waren also irgendwie, also drei Männer waren irgendwie voll in Action. Ich muss noch mal den Namen, der fällt mir jetzt nicht ein und dann hat mein Mann nur so überlegt, ob es irgendwelche Filmrechte gibt, also für ein Drehbuch, den man in unterschiedlichen Sprachen dann eben drehen kann. Tatsächlich gibt es das und witzigerweise auch umgekehrt bei Til Schweiger ist es so, dass ein sehr bekannter Film, Honig im Kopf, ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest, da ging es um einen, ja. Den Alzheimer. Genau. Also Alzheimer. Genau. Erkrankten Mann, ja. Genau, also ein, vielleicht ganz kurz, also in dem Film geht es darum, dass ein älterer Mann stark an Alzheimer erkrankt ist und es geht darum, wie die Familie und vor allem auch der Sohn, der erwachsene Sohn damit zurechtkommt. Ja. Dieser Film war in Deutschland ja sehr erfolgreich. Ja. Und dieser Film sollte auch nochmal für das US-amerikanische Publikum gedreht werden und es wurde tatsächlich nachgedreht. Also es wurde dann, weil man dem US-amerikanischen Publikum offensichtlich nicht zumuten kann, nochmal die deutschen Schauspieler zu sehen oder die Synchronisierung, kommt es tatsächlich immer mal wieder vor, dass Filme
europäische Filme für den US-Markt nachgedreht werden. Insofern könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass eben auch andere Drehbücher gekauft werden und dann nochmal umgesetzt werden. Ja, aber das wäre jetzt auch interessant, nochmal sich anzugucken. Also wer hat also das Drehbuch geschrieben Ja. und wer ist das wer hat das dann bei Til Schweiger geschrieben? Ja, das wäre wirklich, da sind wir einer heißen Sache jetzt auf der Spur. Ja. Also Deutsch Podcast investigativ. Ja. Ja. Das, ja, das werden wir machen. Ja, also wir können ja sagen, wann wir aufnehmen. Heute ist Freitagnachmittag, ein Freitagnachmittag. Und also ihr habt schon den Film jetzt ausgesucht. Wir haben den Film ausgesucht. Den hat mein Mann auch vorgeschlagen. Mhm. Und den werden wir morgen angucken. Dann kann ich dir mehr berichten. Ich bin total gespannt. Wir werden heute tatsächlich keinen Film gucken als Familie, sondern wir schauen uns das große Backen an. Und zwar als Aufzeichnung, weil wir alle Folgen noch nicht sehen konnten. Ah, und ja. Dann sitzen wir da und haben alle Lust, Kuchen zu essen. Oh ja, das kenne ich. Also ich habe jetzt gerade auch Hunger. Also ich hätte im Übrigen eine Idee für das große Backen. Vielleicht werde ich das da mal hinschicken. Ich fände es ganz toll, wenn es eine Möglichkeit gäbe, den Kuchen, den die Personen Kuchen backt man ja, kocht man nicht. Also den Kuchen, den die Personen dort backen, dass man den nach Hause geschickt bekommt. In kleinen Probierhäppchen. Ich wäre bereit, sehr viel Geld dafür zu bezahlen, ja. Möchte ich an dieser Stelle sagen. Dass man mittesten kann. Das wäre ein Traum. Mhm. Toll. Also das wäre die nächste Generation des Fernsehens und Kinos. Fernsehen zum Anfassen, zum Riechen, zum Essen. Genau. Das würde ich auch so sehen. Ja, wunderbar. Also schön, dass ihr heute wieder dabei wart und auch bis Ende nochmal zugehört haben, was wir zum Erzählen hatten. Und bestimmt hast du noch neue Ideen bekommen. Und ich glaube, du bist auch super motiviert zum Lernen. Und ja, wo findet man uns? Genau, also nochmal zur Wiederholung. Man findet uns natürlich auf unserer Webseite www.deutsch-podcast.com. Dort haben wir dir auch verlinkt, wie du zu unserem Premium-Account kommst, bei Patreon, wenn du uns da unterstützen möchtest oder eben auch jetzt dieses ganz neue Skript zu dieser Podcast-Folge erhalten möchtest. Schreib uns gerne mal, wie dir diese etwas neuere Folge gefallen hat. Du merkst, wir entwickeln uns weiter. Wir möchten die Dinge verbessern und schauen, wie du noch mehr und noch besser mit uns lernen kannst. Und ansonsten findest du uns natürlich auch bei Instagram. Da haben wir ja immer kleine Videos und Stories und Quizze und was weiß ich nicht alles. Bei Facebook findest du uns auch und YouTube. Und ich glaube, damit fällt mir jetzt leider nichts mehr ein. Kommt noch. Ja. Also bis bald. Tschüss, bald. Tschüss. Ich habe nicht die Uhr im Blick. Ja, aber ja, plötzlich hatten wir so viel zu mir erzählen. Es kam mir kurz vor, aber ich glaube, es war ganz schön lang. Das war lang. Definitiv. Film mit Überlänge. Genau, das glaube ich auch.